In einer Zeit, die nicht weit von uns entfernt liegt, gab es einen Mann, der die Grundlage für einen Staat legte, dessen Hoheitsgebiet von Spanien über Nordafrika bis hin nach Indonesien reichte. Ich rede von einem Mann, der Schlachten in deutlicher Unterzahl führte, der trotz Eröffnungen neuer Länder die Herzen der Menschen gewann, der Männer erzog, die den Tod mehr liebten als das Leben. Ich rede von einem Mann, dessen Durchbruch mit Erschwernissen verbunden war. Von einem Mann, dessen Anhängerschaft zu Beginn klein war, niedrig im Rang und jung im Alter. In einer Periode der Schwäche versprach er ihnen als Anführer die Schätze von Kisra und Kaisar sowie die Eröffnung heutiger Metropolen. Seine Wirkung auf die Welt war so eindrucksvoll, dass er selbst im Abendland als die einflussreichste Person der Geschichte verzeichnet wurde. Er führte ein unbedeutendes Volk zur Weltmacht, das Byzanz und Persien in die Knie zwang. Angetrieben von der Wahrheit forderten sie die ganze Welt heraus, um die Botschaft ihres Herrn zu verbreiten. Ihr Eifer und ihre Aufrichtigkeit machte sie zum Leuchtfeuer für die Welt. Und ihre Geschichten sind das Erbe für die Gegenwart. Wahrlich, dieser Mann und seine Gefährten leiteten eine 1400-jährige Ära ein, die in der Geschichte seinesgleichen sucht. Doch wie verlief seine Mission genau? Welchen Weg schlug er ein? Und wer waren die Menschen an seiner Seite? Kommt mit auf eine Reise des Sieges und des Verlustes geliebter Helden. Kommt mit auf die Reise des besten Menschen, den es je gab. Folgt den Spuren der Zeit. Folgt Muhammad sallallahu alaihi wasallam.